truest of your dream. You have longed to yield to the yearning both cherished and feared. Das sieht gar nicht schlecht aus, ne? Was? Facebook? Siedlerallianz, cool. Männlich? Bevorzugte KI, was? Boah. Das sieht ja krass aus. Der ist altersentsprechend für mich. So, was wollte ich sagen? Also erstmal nochmal, herzlich willkommen zu den Siedlern 7. Wie gesagt, für mich das erste Mal. Völlig blind, habe ich auch noch nie gespielt. Das wird sicher total interessant. Und jetzt erstmal die Frage vom Sean Shines zu beantworten. Ja, es gab einen großen Siedler History Collection Patch diese Woche für Siedler 1, 2, 3 und 4. Bei Siedler 2, um deine Frage gleich zu beantworten, wurden alle fehlenden Sound-GFX nachgepatcht. Das Ding ist halt, die CD-Musik fehlt leider immer noch. Aber wenigstens mal einen Anfang. Das große Ding diese Woche war aber das, was für Siedler 3 getan worden ist. Denn eigentlich wurde für Siedler 3 alles getan. Siedler 3 dürfte damit bugfrei sein. Wahnsinn, dass ich das mal sagen würde. Also Siedler 3 in der History Edition ist jetzt die ultimative Version und es wurden auch zwei Bugs in Siedler 4 gefixt. Ja, und da man jetzt mit Siedler 3 durch ist, hat man jetzt mehr Zeit für Siedler 4. Wer weiß, was das bedeutet. So, noch ein paar Sachen kurz gucken. Grafikeinstellung, was geht hier so? Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Ton? Ich habe Kopfhörer, dann ist Stereo in Ordnung. Ich habe keine Ahnung. Lass mal das mal. Also, in diesem Sinne, nochmal herzlich willkommen zu den Siedlern 7. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Und wir stürzen uns einfach in die Chroniken von Tandrien? Nein, in die Kampagne. Das wird das Add-on sein, oder? Erweckt die ewige Stadt trotz den Gefahren der Küste und zettelt eine Rebellion an. Beginnt ein neues Abenteuer in der Welt der Siedler oder setzt ein begonnenes fort? Cool. Mondfelden verwandelt. Oh, die Musik ist ein bisschen laut. Verwandelt Mondfelden zurück in den geschäftigen Ort, der er einst war. Zu Beginn der Reise verfügt ihr. Gibt es eigentlich keine Sprachausgabe? Über euer. Was? Über euer Schloss, ein großes Lagerhaus voller Rohstoffe, ein Baumeister und eine Taverne. Das eigentliche Herzstück jedes Königreichs. Cool. Vom Nomaden zum Siedler. Okay, nochmal die Frage zu beantworten. Sonnenscheins, ich spiele nach wie vor keinen Siedler 2, denn die Musik fehlt ja noch und die Musik ist doch das Entscheidende. Zockst du auch eigentlich Siedler Online? Siedler Online spiele ich nur Siedler 4. So, jetzt Start. Und natürlich Siedler 2019 demnächst. Vor langer Zeit war das größte Gut im Königreich Tandrien nicht etwa Land, Viehbestand oder Gold, sondern die Krone der Gerechtigkeit. Eine Krone, die nur an Königinnen und Könige verliehen wurde, die ihr Land weise und gütig regierten. Doch Krieg und Habgier ließen die Herrscher Tandriens erkalten und die Krone blieb ohne einen würdigen Träger. Und so schloss man sie weg. Bis eines Tages ein neuer Anwärter auf den Plan treten sollte. Ihr habt mich gesucht, Vater? So ist es, Zoe. Komm. Dein größter Wunsch ist greifbar nah. Das Königreich Tandrien ist zerrüttet. König Baldurus wurde von Lord Wolvering und dessen schwarzen Ritter Darkorian vertrieben. Diese versuchen, Tandrien zu übernehmen, falls wir dies zulassen. Zoe, das ist der Moment, auf den du gewartet hast.
Das ist deine Chance, endlich Königin zu werden. Lol. Reite nach Tandrien und besiedle es. Dann kannst du über dein eigenes Reich herrschen. So soll es sein, Vater. Ich enttäusche euch nicht. Verlange, wie trügerisch dein Bild doch ist. Und so trat Sui ihre Reise nach Tandrien an, um einen alten Freund ihres Vaters zu treffen. Dieser sollte ihr bei der Besiedlung Tandriens beratend zur Seite stehen. Verwandelt Mondfelden wieder in den geschäftigen Ort, der er einst war. Zum Beginn des Abenteuers verfügt ihr... Achso, das haben wir vorhin schon gelesen. Gut, lassen wir das. Und so fängt es an, liebe Kinder. Maus, geh weg. Nett. Mondfeld, ein kleines Dorf in Tandrien. Zum hinkenden Eber. Gut, da gibt's schon mal Bier. Gefällt mir. Willkommen in Tandrien, Prinzessin Zoe. Ich habe euch schon sehnlichst erwartet. Ah, ihr müsst Bors sein. Mein Vater hält sehr viel von euch. Er sagte, ihr kennt Tandrien wie kein anderer. Seine Majestät ist zu gütig. Aber richtig, das eine oder andere weiß ich tatsächlich. Exzellent. Dann könnt ihr mich bestimmt bei meiner Besiedlung unterstützen. Sicher doch, stets zu Diensten, meine Prinzessin. Diese Cutscenes erinnern mich total an Monkey Island. Lasst uns sehen, ob wir in dieser Gegend nützliche Rohstoffe finden. Glück. Rohstoffe! In der Nähe befinden sich reichhaltige Steinvorkommen und kleinere Wälder. Das wird euch den Bau eurer ersten Siedlung erleichtern. Okay. Nice. Da haben wir gleich eine richtig coole Burg. Testen wir zunächst, wie ihr mit der Maus umgeht. Tja, wie mit einem Revolver natürlich. Richtet euren Blick auf die Spitze des Schlosses. Durch die mittlere Maustaste. Alles klar. Die Questtafel wurde aktualisiert. Was war das jetzt? Okay, ich kann... Oh, läuft das zu schnell? Hallo? Hui. Zoomen? Okay. WASD? Okay, wer die Steuerung beherrscht, hat einen guten Überblick. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Mit der linken Maustaste geht das auch? Dieses Dorf war einst sehr belebt und die Heimat glücklicher Siedler. Kann ich auch hoch und runter? Baumenü, Steinvorkommen, was? Und unseren geliebten König interessiert mich alles gerade mal nicht. Verließen viele ihre Dörfer aus Furcht vor Plünderern und Marodeuren. Betrachtet euer Königreich. Prinzessin Zoe, ich schlage vor, dass ihr zunächst dieses Dorf wieder aufbaut und es in demselben Glanz erstrahlen lasst, wie einst unter König Balderus. Okay, dann muss ich hier irgendwo... Berghütte. Ach so, da kann man ein Gebäude anbauen, ne? Dann wird es wahrscheinlich so sinnig sein. Gebäude platziert. Okay. Wege. Wege sind sehr wichtig für eure Siedler. Ohne Wege können Gebäude oder Baustellen von Trägern oder Bauhandwerkern nicht erreicht werden. Cool, ich muss Wege bauen. Gebäude errichten. Arbeiter. Okay. Hau mal rein. Ja, wie? Brauchst du da keine... Muss da kein Holz und Stein hingebracht werden? 2 Holz, 1 Stein. Schon da. Hat er das mitgebracht? Nett. Boom. Boah, ein bisschen Kantenklettung könnte man noch vertragen. Berghütte. Arbeitsgebäude. Errichtet ein Arbeitsgebäude auf dem ersten verfügbaren Feld. Was bringt mir das? Ah,
eine Straße bauen. Brauche ich nicht mehr. Voila. Ich hasse Tutorials, ehrlich. Da muss ich doch keine Straße mehr bauen. Und ich muss mal eben ganz, ganz kurz weg. Bin gleich wieder da. Be right back. So, war es ein Fail. Und weiter geht's. Also. Steine? Hey, hier arbeitet niemand. Mal weiter. Wir können hier vielleicht Basisgebäude, Berghütte. Okay, mehr kann ich gar nicht bauen. Was sind das hier für tolle Pfeile? Lagerhaus. Okay, was haben wir hier? Taverne. Aha, da säuft das Militär. Da sind sogar welche drin. Einfacher General ohne besondere Fähigkeiten. Ja, so wie ich. Bauhütte. Warum ist da recht eine Siedlung? Sie benötigen Baumaterial wie Steine und Bretter. Ich muss hier noch was anbauen, oder? Kann ich gar nicht. Steinmetz? Aha! Aha! An die Berghütte muss der Steinmetz ran. Jetzt. Oh. Und da habe ich jetzt zwei gesetzt. Na gut, nicht schade. Was haben wir denn sonst noch hier? Ist das... Ey, da ist ja richtig was los. Oh, und ich kann endlich wieder rauszoomen. Toll, gefällt mir. Das finde ich ja schon cool. Boah. Ja, die Grafik kann man sich schon angucken, ne? Hallo? Ich habe 100 Gold, ich habe 98 Hämmer. Keine Ahnung, was ist das? Einfache Verpflegung. Ich habe nichts zum Essen. Okay, ihr arbeitet. Prima. Kann man hier irgendwas sonst noch bauen? Ertrag, Steine. Okay. Produktivität. Ist das hier alles nur Stein? Okay, und die sind endlich, ne? Überall nur 10. Okay. Und so gut. Da ist richtig was los, ist der erste Gegner, falls du das noch nicht, falls du es noch richtig in Erinnerung hast. Okay. Neues Quest. Steine sind ein enorm wichtiger Rohstoff. Questtafel. Ihr solltet also immer ein Auge auf euren Vorrat werfen. Was? Steine sind ein enorm wichtiger Rohstoff, ihr solltet immer ein Auge auf... Errichtet Wohnhäuser, damit eure Siedler ausreichend Wohnraum zur Verfügung haben. Okay, kann ich... Nee, hier kann ich kein Wohnhaus hinbauen, das müssen wir dann... Anders löst Wohnhaus. Okay. Kann man die... kann man drehen? Okay. Aber macht natürlich an der Straße Sinn. Denke ich mal. Boom. Ich sag schon wieder Boom, gell? Was haben wir denn im Schloss? Okay. Ohne Generäle ohne Fähigkeiten. Immer gut. Das Schloss ist euer... Das Schloss ist das Herz eures Königreichs. Alle Gebäude sollten durch Wege mit dem Schloss verbunden sein. Es stellt einen den ersten Wohnraum für euer Königreich zur Verfügung. Wohnraum. Basisgebäude stellt Wohnraum zur Verfügung. Das Wohnhaus bietet besonders viel Wohnraum für eure Siedler. Diese Pfeile habe ich noch nicht verstanden. Lagerhaus geht Bier trinken oder Taverne... Nee, Taverne geht ins Lagerhaus. Ne? So ist es gedacht. Und ihr seid Gute verbunden? Macht, Prinzessin. Gar nicht. Ihr habt den ersten Schritt zum Wiederaufbau selber Prinzessin. Erfolgreich gemeistert. Mangelnder Wohnraum stellt für Mondfeldens Siedler nicht länger ein Problem dar. Was könnten wir hier bauen? Nix. Gut. Als nächstes benötigen wir dringend Holzbretter. Boah, es gibt Förster.
Aber schon sympathisch. Gut, Holzfäller. Das können wir ja dann vielleicht... Lagerhaus? Forsthütte. Forsthütte, kann ich eine Fischerhütte, eine Jagdhütte, eine Sägemühle, eine Holzfällerhütte und eine Försterei anbauen? Gut. Alles klar. Dann mach das doch so. Ich muss dir gerade ganz ehrlich sagen, der erste Eindruck ist richtig gut. Hi, I dead Kamli. Kamil, sorry. Und die Grafik gefällt. Wobei, was haben die für Quadratschädel? Leute, habt ihr euren. Ihr habt doch nicht etwa den Hammer euch direkt ins Gesicht geschlagen? Was, Statistik? Oh, Statistiken, ich liebe Statistiken. Nicht. Okay, das sieht nach Siedler aus. Technologie, was? Aha, du hast Steine? Du hast so ein Quadratschild. Ihr habt alle so ein... Leute. Hat der hier nichts zu tun? Naja. Gut, also, wir können dann hier, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Holzfäller... Ey, da wollte ich die aber nicht hinbauen. Egal. Wir können ein Sägewerk... Was bedeutet? Überaus bedeutendes Arbeitsgebäude zur Herstellung von Brettern. Bretter werden für die Errichtung von Gebäuden benötigt. Ach nee. Dann lass uns doch hier... Vielleicht noch einen Förster dazu? Keine Ahnung. Ach nee, du bist die Forsthütte. Tja, gute Frage, ob das noch ein zweiter Holzfäller Sinn macht. Wahrscheinlich, oder? Komm, wir bauen mal noch einen. Setz die Holzfällerhütte in der Nähe eines Waldes ab, damit der Holzfäller Bäume schlagen kann. Komm. Ja, boom. Okay, einfach Kami. Servus Kami. Die Burg sieht mal nice aus. Höh? So weit kann ich auch rauszoomen? Alter, das ist cool. Kriegsführung, Arbeitsgebäude, aha. Konstruktion. Aber das ist so anders. Oh mein Gott. So, das heißt, hier kann ich jetzt nichts mehr tun, ne? Keine Felder verfügbar, okay. Kein Plan, wie viel Holzfäller ich brauche. Wo sehe ich, wie viel Holz ich habe? Im Lagerhaus wahrscheinlich. Oder habe ich hier auch eine Statistik dafür? Warenstatistik? Aha. Okay. Sonnenscheins, ich habe doch ein Sägewerk gebaut. Guck mal. Eine Sägemühle. Das sieht immer richtig cool aus. Gefällt mir. Ein am Wald. Eigentlich mache ich zwei von was? Gut, ich könnte eigentlich noch so ein Gebäude setzen, ne? Lagerhaus könnte ich noch bauen. Forsthütte, Wohnhaus. Wir könnten ja vielleicht... Vielleicht an der Burg so. Aber
Aber kann ich... Aha, so baut man Wege, okay. Ja, cool. Kann man direkt... Kann ich eigentlich auch bestimmen? Aha. Hier hätte ich gern einen Holzfäller. Da hätte ich gern noch einen Holzfäller. Und hier hätte ich die Sägemühle. Cool. Dann am Lager zwei Sägewerke. Die Quest wurde aktualisiert. Wo sind die Quests? Hier oben? Nö. Bauen. Baumenü, Wirtschaft. Come on. Kannst auch Lagerhaus direkt am Holzfäller bauen? Ich hab doch hier ein Lagerhaus, ist doch nicht weit weg. Oder? So, wie komme ich jetzt in meine Spielgeschwindigkeit? Das ist die Okay, rennen. Noch schneller. Ich muss mal... Husten, ne? So, Questtafel. Ach so. Kapiert. Hier drücken. Errichtet Lagerhäuser. Okay, das zum Thema. Lager. Hallo, warum ist das alles rot? Das macht doch dann bestimmt... Hier Sinn. So. Danke, übrigens, Sonnenscheins. Bis jetzt ist es schon einigermaßen Siedler. Kami, was willst du mir damit sagen? Ist es jetzt so wie Siedler 4 oder nicht? Also eigentlich ist es überhaupt nicht wie Siedler 4. Oh, guck mal. Sehr gut. Was Ihr war's? Habt euch um die Bretterproduktion gekümmert. Sehr gut. Neben Stein sind vor allem Bretter extrem wichtig für den Gebäudebau. Oh, gibt's jetzt Bier? Prinzessin, Bier. Ich fürchte, wir sind nicht alleine. Ramirez, ein Lakai von Lord Wolvering, verbirgt sich hier ganz in der Nähe. Was hat er vor? Er versucht, unsere Pläne zu durchkreuzen. Vielleicht lässt sich die Sache friedlich regeln. Bei allem Respekt, Prinzessin. Prinzessin. Mit Kriminellen kann man nicht verhandeln. Was schlagt ihr dann vor? Lass Taten sprechen. Sie werden besser gehört als Worte. So soll es sein. Mit Bier kannst du Seht Gold machen, Prinzessin. Was? Bitte was? Hier Seht nur, Prinzessin. Hier hat sich Ramirez versteckt. Ich schlage vor, wir starten einen Überraschungsangriff. Aha. Dafür benötigen wir allerdings eine Armee. Was Überraschung? Wagt es bloß nicht näher zu kommen, Prinzessin, oder ich werde euch wie eine Made zerquetschen. Okay. Und eine Armee benötigt Verpflegung. Ha. Gut. Also errichtet eine Produktionskette für Brot. Das werden wir für den nächsten Schritt gut gebrauchen können. Bauernhof. Oh, das braucht mehr Platz. Das könnten wir doch, wenn wir es ein bisschen vernünftig drehen, hier irgendwo... Ah. So vielleicht. Und einen Weg. So. Und du kriegst... Getreidescheune bedeutet fruchtbaren Boden. Ah, was geht hier noch? Eine Windmühle.
Ertraggetreide. Einsatzgetreide, Ertrag. Machen wir doch noch eine. Los geht's. Bier brauchst du auch für Soldaten und Priester. Okay. 5 Soldaten meine ich nicht. Okay. Geht hier was? Nope. Der Bauernhof ist ein neues Basisgebäude. Ihr könnt ihn um eine Getreidescheune und Windmühle errichten. Weiter. Muss ich irgendwie Felder setzen? Wunderbar, ihr habt euch erfolgreich um Mehlgewinnung gekümmert. Aha. Um nun Brot zu backen, fehlt nur noch eine Bäckerei. Aha. Und die kann ich... Warte, hier noch ein Getreide. Schweinezucht, Schafzucht, Pferdezucht, Windmühle. Und am Wohnhaus kann ich eine Bäckerei andocken. Okay. Könnte ich hier den Weg... Errichte ein Lagerhaus? Hier noch was rein? Ja klar, aber da könnte man doch hier noch legen. Hervorragend. Ab sofort seid ihr in der Lage, Brot zu backen. Cool. Euer General erwartet eure Befehle bei eurem Schloss. Doch er alleine ist nicht stark genug, um Ramirez Außenposten anzugreifen. War das Feld schon die ganze Zeit da? Heuert mit Hilfe von Brot Söldner in meiner Taverne an, aha, um euren General zu unterstützen. Ich spendiere die notwendigen Münzen dafür. Pikiniere. Ja, und wie viele brauche ich? Und kriege ich die jetzt auch? Bevölkerung. Die maximale Bevölkerungsanzahl erreicht. Errichtet Wohnhäuser. Okay, okay. Wohnhaus. Komm schon. Oh. Hier könnten wir... Vielleicht macht noch eine Bäckerei Sinn. Keine Ahnung. Und eigentlich könnten wir auch noch ein Wohnhaus bauen. Ich denke, das kann nicht schaden. Hier mal ein bisschen Abstand. Okay, die scheinen genug Platz zu haben, ne? Nett. Alles gut, Kami. Mensch, hi Megablock. Tut, wird hier auch wieder auf nachgeforstet? Aber das sieht schon ein bisschen nach Siedler aus, ne? So, wir könnten wieder... Wo sind die Ritter? Sind die hier in der Burg? Schlag Ramirez zurück. Über Generäle, so werden Soldaten angeworben. Okay, so greift man Außenposten an. Heißt das wie ein Siedler 2? Ich drück drauf. Nö.
Okay, was muss ich tun? Zur aktuell positionierten Armee gehen? Keine Bewegung möglich. Das ist der Sektor, in dem sich euer General derzeit aufhält. Oh. Oh. Voll geil. Hätten wir vielleicht noch ein paar mehr bauen können, ne? Ihr solltet über mehr Soldaten als Verteidiger verfügen. Angriff? Ich hab mehr. Alter, aber meine gehen drauf. Hey, General, kannst du mal... Ach, du kämpfst gar nicht. Hinten kommt noch ein Dicker, der hat ein bisschen länger gebraucht. Yeah! Wie, und jetzt? Gönnt mir das? Ist das jetzt... Okay, er geht, oder wie? Und hier muss ich warten. Erobern der Außenposten. Euer General nimmt einen feindlichen Außenposten ein. Über dem Außenposten wird angezeigt, wie lange er dafür benötigt. Aha. Und ich habe schon wieder keine Siedler. Von mir aus halt hier noch irgendwie. Ah. Dieser Sieg soll euch gehören. Doch beim nächsten Mal werdet ihr nicht so viel Glück haben. Ha! Sieg! Und wieder zurück zum Bier trinken. Gut gemacht, Prinzessin. Eure ersten Truppen sind unter Vertrag und eure Demonstration militärischer Geschicklichkeit war auch äußerst beeindruckend. Das wird Ramirez eine Lehre sein. Wogegen setzen sich Ramirez und Lord Wolvering eigentlich zur Wehr? Die beiden sind ruchlose Banditen, die nichts anderes wollen, als Tandrien dem Volk zu entreißen. Sie waren es, die unseren geliebten König Baldarus vertrieben haben. Ich dachte, König Baldarus wäre ein Tyrann, der rücksichtslos zu seinem Volk war. Glaubt solche Lügen nicht. Seine Majestät war weise und gütig. Er wurde lediglich falsch verstanden. Ihr wart siegreich. Yeah! Errungenschaft freigeschaltet. Thronanwärter. Cool. Vermögen? Warte, fortsetzen, Kampagne fortsetzen. Ah, herrlich. Jetzt wird es auch noch dunkel. Cool. In diesem Sinne, liebe Zocker-Launcher, das war Mission 1. Mensch, ging doch. Also, Kampagne fortsetzen. Natürlich machen wir noch eine. Yeah!